So, ich würde sagen, wir machen dann hier mal schnurstracks und gechillt weiter, so ganz easy. So, die Questies. Ach, ich muss erstmal zum Tempel vor. Ich muss ja noch den Typ wegen Magie und so fragen. Ihr wisst schon. Ja. Ja, das mache ich jetzt. Ja, ich. Ab zum Tempel. Und dann hat sich die Sache. Und mal speichern, warum auch immer. Kann ja sein, dass hier nochmal ein paar Echsen. Ja, die Schweine leben noch. Ich finde, die Vulkanfestung ist irgendwie cool gemacht. Ist, glaube ich, auch eine Ruine von den alten Echsen, oder? Hey, hast du mal einen Stängel Kraut für mich? Nein, habe ich nicht. Und auch du solltest diesem Laster besser nicht frönen, mein Junge. Hm, nehme ich mit. Mendoza will die Insel vernichten. Er will... was? Du hast richtig gehört, die Insel. Er will sie opfern. Ich verstehe nicht. Das geht mir zu schnell. Erzähl mir alles, was du weißt. Mendoza will den Feuertitan befreien und kontrollieren. Feuertitan? Ja, er wurde einst von einem Titanenlord dort unten eingesperrt. Seine Anwesenheit verhindert, dass die Insel von dem Sturm da draußen vernichtet wird. Weiß Mendoza das? Ja, aber es ist ihm egal. Er will den Titan kontrollieren und als Waffe verwenden. Dazu ist ihm jedes Opfer recht. Verstehe. Was hast du vor? Ich habe mit dem Geist Ursigors gesprochen. Es gibt nur einen Weg, den Inquisitor aufzuhalten. Ich muss Ursigors Rüstung finden und den Titan wieder in sein Gefängnis sperren. Aber ich habe nicht viel Zeit. Wenn der Titan erst einmal frei und im Vollbesitz seiner Kräfte ist... Dann wird diese Insel untergehen. Du kannst auf unsere Hilfe zählen. Wo finden wir die Rüstung? Die einzelnen Rüstungsteile liegen in den Gräbern von Echsenpriestern. Sie werden bewacht. Hier, ich zeige es dir auf der Karte. Hm, der eine Eingang ist im Banditenlager. Wir werden die Hilfe von Don Esteban brauchen. Du wirst zu ihm gehen. Überzeuge ihn davon, dass er keine Wahl hat. Okay. Ich habe hier diese Rune, aber ich kann sie nicht verwenden. Dann gibt es nur einen, der dir helfen kann. Meister Illomar. Wende dich an ihn. Was ist mit dem Inquisitor? Wir sind die Hüter der Flamme. Wir schützen die Insel. Der Inquisitor ist zur Bedrohung geworden und damit zu unserem Feind. Was ist mit dem Rest der Inquisition? Das muss Carlos entscheiden. Er ist der Ranghöchste. Wir können nur hoffen, dass er nicht vergessen hat, warum er hierher gekommen ist. Rede mit ihm und erkläre ihm alles. Ich hoffe, er wird uns helfen. Ich muss erst mit Don Esteban reden. Wenn es wahr ist, was du sagst, geht das hier jeden an. Es ist keine Zeit für irgendwelche Alleingänge. Okay. Vitus. Nun? Wer steht da? Cyrus. Carlos. Er hat kein Auto. Mendoza ist noch unten im großen Tempel. Was habt ihr dort gefunden? Einen Titan des Feuers. Was? Erzähl mir alles! Es ist jetzt nicht die Zeit für lange Erklärungen. Dann sag mir nur, was mit Mendoza ist. Er ist unten im Tempel und befreit den Titan. Ich muss ihn aufhalten, sonst wird er die ganze Insel zerstören. Alles klar. Wie stehst du jetzt zu Mendoza? Mendoza und ich haben viele Schlachten geschlagen und ich war stets ein treuer Gefolgsmann. Doch seit er dieses Okular hat, hat er sich verändert. Er grübelt und viele seiner Befehle geben keinen Sinn. So weit wie im Tempel ist er aber noch nie gegangen. Der Mendoza, dem ich Gefolgschaft schwor, hätte anders gehandelt. Dann musst du handeln und mir helfen. Du musst handeln. Ich vertraue dir. Obwohl du zu den Banditen des Don gehörst, hast du stets Loyalität zu deiner Sache bewiesen. Wenn du mir dein Wort gibst, zum Wohle der Insel zu handeln, werde ich dir glauben. Ich gebe dir mein Wort. Wie kannst du mir helfen? Ich werde dir ein paar Spruchrollen geben, die dich bei deinem Kampf unterstützen. Dreimal Berserker, nice. Aber wo ist Illomar? Ich habe keinen Plan. Hier ist die einzige Stelle, wo wir noch nicht waren und hier sind auch noch Krieger. Von daher... Ja. Oh, ja. Vermute ich mal, dass der hier irgendwo gammelt. Schon wieder aufgestiegen. Okay.
Ach du Scheiße. So. Schatztruhe werde ich mal reinschauen. Und nochmal von vorne. Geschafft. Ich bin gut mit Schlösserknacken, ist mir schon letztes Mal aufgefallen. Wie viele Echsenschwerter habe ich jetzt? 42 Stück, oh ja. Der Ring, man kann ihn irgendwie ziehen und den hier? Nö, lol, egal. Dann werden wir mal sehen, was hier so ist. Fuck! Der macht uns fertig. So. Nicht auf die Bank. Also hier kann jetzt echt keiner sein. Die Tür ist nämlich zu. Wer sagt's denn? Schlüssel. Buchständer. Ja, sehr interessant. Heilung. Von magischen Spruchrollen verstehe ich nichts. Verdammt. Wir hätten vielleicht ein bisschen was anderes noch skillen sollen. Das wäre wirklich keine schlechte Idee gewesen. Aber nun können wir es nicht ändern. So. So, das hätten wir dann. 7 von 10 haben wir. Also mussten wir doch hier lang. So, nochmal was reinschütten. Können wir dann gleich alles abchecken. So, den hätten wir auch. Richtig weggebankt. Warum weiß ich irgendwie, dass alle Ringe was aktivieren? Ach, ein Skelett. Ist ja allerliebst. Diese Skelette war mal krass für uns. Na gut, so kann sich alles verändern, ne? Ist ja eigentlich nicht schlecht, dass wir die jetzt so einfach hinbekommen. Meine Stimme kratzt gerade irgendwie ein bisschen rum. Von magischen Sprüchen. Und es regnet schon wieder, die ganzen Sommerferien regnet. Was ist los? Die erste Woche war schön. Schon wieder beim zweiten Versuch geknackt. So. Magiekristall. Nice. Aber das Problem ist, die Magier sind tot. Wie sollen wir denn die Magie noch lernen? Das wird nicht so hinhauen, wie ich es mir vorstelle. Okay. Ein magisches Kraftfeld. Au. Da hat's gefunkt. Oh yeah. Okay, warte. Das ist unmöglich. Ist das echt unmöglich? Ist das wirklich unmöglich? Alles ist möglich, wenn du nur dran glaubst. Dein Ernst gerade, oder? Hier ist ja nichts. Interessant. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass hier auch mal was ist. Wenn ich schon das Unmögliche möglich mache. Und nochmal von vorne. Nochmal von vorne. Ah. Und nochmal von vorne. Ach komm. Wie soll man das denn herausfinden? Jawohl. Was ist das?
Toll. Ich glaube, damit können wir das Kraftfeld durchbrechen. Nee. Dann brauche ich das Teil nicht mehr. Ja, dann war es das jetzt schon. Aber irgendwie... Wow! Oh yeah! Oh yeah! Ich gebe zu, ich habe mich gerade echt erschreckt. Ich habe es halt nicht erwartet, ne? Ich gebe es zu, ich habe mich erschreckt. Aber ich habe mich extra erschreckt. Das war, ich wusste, dass es kommt und wollte halt so tun, ne? All chemisch. Die Kugel der Levitation. Machen wir hier einen auf Samame. Ich habe das Gefühl, da oben hätten wir irgendwas machen sollen. Ich habe einmal in der Xbox gespielt, da war ich hier schon mal drin, halt, da, als ich zur Inquisition gegangen bin. Was kann ich hier mit anfangen? Alter, komm. Da ist er. Der letzte, deine Art. Schön. Scheiße, jetzt mal. Ah doch, die Truhe muss ich mitnehmen. Ach komm. Geht doch. Den Tee der Chinesen nehmen wir jetzt. Klapp. Dieser Kristall strahlt eine seltsame Macht aus. Hab ich gemerkt. Gemerkt. Das tut doch gar nicht weh, sich zu verwandeln. Das sieht man dem gar nicht an. Ich glaube, mit Levitation hätten wir das hier auch erreicht. So. Naja. Okay. Hiermit wären wir dann fertig. Dann können wir jetzt einmal den hier machen. Brauchen wir nicht den Weg zu laufen. So geht das wirklich schneller. Hä? Wo ist jetzt dieser Meister Illumar? Haben wir den noch gar nicht ausgenommen? Okay. Wie viele Echsenschwerter haben wir jetzt? Das will ich wissen. Alter, 52. Das gibt schön Money. Cash Money, was weiß ich. Ich kaufe mir dann auch nicht die Rüstung des Hauptmanns, weil
kriegen da die beste Rüstung irgendwann. Und so lang sollten wir so auskommen. Ich habe mit Carlos über Mendoza gesprochen. Dann kennt er also seine Aufgabe und weiß jetzt, was zu tun ist. Sehr gut. Ich habe irgendwie... Nun? So das Gefühl, dass Iluma tot ist. Lass uns handeln. Was hat denn der so? Okay, das ist schon nicht schlecht. Ring. Was ist? Ich will wissen, wo Meister Iluma ist. Ich glaube, ich weiß die Kombi. Geschafft. So, wir haben fast 5000 Gold jetzt. So, das ist, glaube ich, das sind, glaube ich, die Gemächer vom Inquisitor, der ja wahnsinnig wurde. Aber wo ist Meister Iluma? Du, ich hab den Kopf voll mit anderen Sachen. Er soll wohl hier irgendwo sein. Ach was. Psst, sei vorsichtig. Hier lauern überall Feinde. Ach was. Was weißt du über die Situation? Die meisten Echsen sind zum vorderen Tor gestürmt. Ein paar wenige durchsuchen die Gebäude. Wenn wir die Vulkanfestung befreien wollen, müssen wir sie alle aufspüren und töten. Ich werde mich darum kümmern. Alle Magier sollen sich in der Heiligen Halle versammeln. Gut, ich werde gehen. Viel Glück. Ich habe eine Rune gefunden. Dann zeig doch mal her. Ah, eine Rune, um Barrieren zu zerstören. Ich kann nichts damit anfangen. Nun, ich kann dir einige Spruchrollen davon anfertigen. Mach du mir die Spruchrollen. Dann wollen wir mal. Dauert einen Augenblick. Okay, wie viele hat er gemacht? Bitte 50. Gut, hier sind die Spruchrollen. Wenn du noch mehr brauchst, kannst du jederzeit zu mir kommen. Ich werde selbst Spruchrollen herstellen. Wie du willst. Hier, nimm deine Rune. Du wirst sie brauchen. Ja, ich muss nachdenken. Okay. Ich habe doch alle Echsen-Typen getötet. Von daher... Ich will jetzt nicht gestört werden. Was gibt's denn jetzt noch? Okay, wir haben Teleportsteine. Nordosttempel, Ostküste. Ostküste ist gut. Wir wollen ja zum Druiden und ihm berichten. Was hoffentlich geht, weil sonst kriege ich einen Anfall. Nein. Wo ist Rufo? Rufo. Da, hier ist Rufo gestorben, in Ehren. Ich werde ihn trotzdem nie vergessen. Jetzt habe ich mich wieder an Rufo erinnert. Ich muss hier weg, ich kann hier nicht bleiben. Das macht mich traurig. Rufo. Ich weiß, Leute, es nervt, aber Rufo war ein netter Hund. Er war ein Prachtexemplar, was man sich nur wünschen konnte als Hund. Er war treu, er war hardcore, er war hardcore. Nee. Gut, dann ab zum Druiden, der uns hoffentlich weiterhilft. Und das Spiel crasht ja gar nicht mehr. Oh. Da bist du ja wieder. Was hast du mir zu berichten? Der Inquisitor will die Insel vernichten. Nun... Seine Ziele sind nicht leicht zu verstehen, aber
Warum sollte er das tun? Der Inquisitor ist durchgedreht. Warum? Was ist passiert? Mendoza hat sich im Tempel eingeschlossen und will den Titan befreien. Titan? Eingeschlossen? Das klingt interessant. Erzähl mir mehr. Dafür haben wir keine Zeit. Dann erzähl mir nur das Nötigste. Im Tempel ist ein Feuertitan gefangen und Mendoza will ihn befreien. Wenn das geschieht, wird die ganze Insel untergehen. Sie wird verbrennen. Gut, soweit kann ich dir folgen. Wie willst du das verhindern? Ich brauche die Rüstung von Ursigor. Das ist der Titanenlord, der den Titan im Tempel eingesperrt hat. Nur mit dieser Rüstung kann ich den Titan besiegen und ihn wieder einsperren. Wo ist diese Rüstung? Hier auf der Insel. Sie ist in 5 Priestergräbern der Echsen versteckt. Ich kann dich auf deiner Suche nicht unterstützen. Aber ich habe hier ein paar Schriftrollen, die dir helfen werden. Du solltest zu mir zurückkommen, wenn du die Rüstung gefunden hast. Eile? Die Verwandlung in ein Aschebiest, geil. Okay, dann hätten wir das jetzt auch gemacht. Dann würde ich sagen, ab in die Hafenstadt und das war der Teleportstein Nummer 6. So, jetzt müssen wir nur noch kurz mit Don Esteban labern. Laber, laber, rababer. So, aber ich habe Aschebiest-Schriftrollen. Und die sollten uns doch helfen, wenn ein paar Gegner zu stark sind. Don? Don? Ja, gut. Don? Wiesel? Ah, mich freut, dass hier wieder die Banditen sind. Sie haben sich's auch verdient. Wo ist denn Don Esteban? Rachel? Es ist schön, endlich wieder hier. Lol. Hier scheint der Don nicht zu sein, oder? Pennt er hier? Ah, Don Esteban. Ich könnte deine Unterstützung gebrauchen. Du redest von dem Vulkantempel. Ganz genau. Ich weiß, dass wir alle sterben werden, wenn deine Mission keinen Erfolg hat. Dennoch kann ich dir nur wenig Unterstützung gewähren. Meine Aufgabe habe ich hier zu erledigen. Alles, was ich für dich tun kann, ist, dir diesen Trank hier mit auf den Weg zu geben. Ich habe ihn lange aufbewahrt und auf den Moment gewartet, an dem ich ihn brauchen würde. Ich denke, dass dieser Zeitpunkt gekommen ist. Ich gebe ihn dir. Verschwende ihn nicht. Besser als nichts. Ich danke dir. Anstatt er mir die Rüstung gibt mit auf den Weg... Ja. Nicht schlecht, aber die Rüstung wäre mir trotzdem lieber. Macht sich doch keiner Gedanken. Ich könnte jetzt noch mal ein bisschen handeln, vielleicht kriege ich die 5000 zusammen, aber andererseits lohnt sich das jetzt noch mal 5000 rauszuballern? Zeig mal, was. Naja. Top-Sachen hast du ja nicht, Kumpel. Aber das wird Geld geben, glaube ich. Ja, kann man sagen. Ein Titanenschwert habe ich. Und das ist mir nicht aufgefallen. Ja, ich will es verkaufen. Ja... Na, den Kriegshammer behalte ich doch mal. Den kann ich mal mit verballern. Nee.
bringt mein derzeitiges Amulett? Ach, habe ich gar keins an? Ah doch. Na gut, dann weg und handeln. So, jetzt haben wir 6000 Gold. Ich könnte mir jetzt die Rüstung kaufen, weil dann habe ich noch Gold übrig. Ist vielleicht doch keine schlechte Idee. Komm, ich mache das jetzt einfach. Ach, ich habe ja ein Titanschwert. Das hat 80 Klingenschaden. Ich glaube, das werde ich mal reintun. Über sowas macht sich doch keiner Gedanken. So, jetzt ist der Kriegshammer gar nicht mehr so stark. Ich habe jetzt ein Schwert mit 80 Klingenschaden, aber ich weiß nicht, ob wir nochmal ein Schild bekommen. Ich... Gib mir die... Ja. Ja. So. Danke. Trag... Jetzt sehen wir auch besser aus, aber trotzdem. Der zockt uns ab. Und der Don hat kein Schwert mehr. Zumindest kein... Das, was er, also das, was ich ihm gebracht hat, hat er nicht mehr. So. Bam. Die Rüstung ist, denke ich, gut. Verkaufe ich die alte nochmal gerade. Das Ding geht doch. Als hätte ich Angst vor euch. Als hätte ich Angst vor euch, ganz ehrlich. Ich will nur was verkaufen. Wir haben fast wieder 2000. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal in das hier. Wir sind hier ganz unten, okay. Na komm, dann gehen wir erstmal ins Banditenlager. Machen da alles unsicher. Aber okay, wir können oben rein, da ist das erste Grab. Ich glaube, das werde ich auch als erstes machen. Ich habe ja auch Aschebestien dabei, also ich denke mal, wenn irgendein größeres Problem auftreten sollte, schaffe ich das. Und ich habe eine bessere Rüstung und das Titanschwert. So, dann würde ich sagen, ab ins Priestergrab. Mit super Rüstung und super Schwert. Ich hätte halt nochmal gern ein neues Schild, Titanschild oder so. Das hier ist wohl die Stelle, wo wir rein müssen. Ach, ist nur ein Schwul. Ach komm, kannst eh nicht. Fertig. Dritten auch noch und na komm. Die Ghouls sind echt schwul, die haben jetzt so wenig Schaden gemacht, auch durch die Rüstung und so, also jetzt läuft das Spiel. So, das kann ich zerstören. Ein magisches Kraftfeld. Nö. Da haben wir doch ein paar Spruchrollen gemacht bekommen. Oder auch nicht. Okay, wir brauchen Mana. Ach, Mana ist doch nicht das Problem der Welt, oder? So. Jetzt aber. Ho, komm her! Dragon Ball Time. Und jetzt rein hier. Wollt ihr mich verarschen, Skelette? Ja.
Skelette. Da kommen aber schon wieder die Echsenkrieger. Ah. Ob ich da so viel Bock jetzt drauf hab. Ah, hat er mich nochmal erwischt. So. Ach, ich wollte ja noch Schwertkampf skillen. Das mache ich dann nach dem Grab hier. Das habe ich dann irgendwie gerade vergessen. Ich mach euch fertig. Anders hat's keinen Sinn. Vor dem Skelett habe ich keinen Respekt mehr. Aber es hat uns die Combo versaut. So. Also irgendwie bin ich auf einmal viel besser geworden. So wie es halt auch sein soll, ne? So. Ohne Schaden zu nehmen, ey. Doch einen Schlag vom Skelett haben wir abbekommen, aber das ist echt Nebensache.